Hallihallöchen, ich bin's, euer Nachtmann1988 und wir spielen Mario Kart DS auf der Virtual-Konsole der Wii U. Und weiter geht's, wir nehmen wir dann... Knochendrücken hatten wir schon mit seinem neuen Go-Kart. Was hast du, Mario? Dann nehmen wir gleich den Stern. Perfekt, okay, Mario. Im Special Cup von 150. Marios Arena. Tjo. Und wieder kein... Ich bin der Meister des Nicht-Blitzstartens. Natürlich auch keine Waffe in unserem sternigen Sternmobil. So. Ups. So. Wenn wir hier zu driften begonnen hätten, wäre es definitiv im Aus. Im Aus gewesen. So. Wow. Luigi. Ah, war Luigi. Luigi sage ich schon. Go, 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 Gadget. Inspect Gadget. Oh. Nummer 4, Platz 4 in der letzten Runde. So, Sterne Mario. Do your thing. Take diese, ja. War aber nicht sehr wirkungsvoll. Um dies so zu sagen. Wow. Nein! Gatling Gun, Gatling Gun. Aber wir gewinnen dies. Wunderbar. Frohlocket immer wieder und huldigt. Yes, we did it. Die Daten, Dudu. Peach Lost Garden. Heimvorteil oder doch nicht? Speed! Ja! Blitzstart! Etwas Neues. So, wir können hier ja, ein bisschen abkürzen zumindest. Zwar nicht viel. Wow! Was will ich tun, damit wir so einen tollen Block bekommen und Waluigi eins auszumalen. So. Nein, Mr. Gopher. Naja. Doch, die Gegner sind schon wieder hinter uns her. Nein, ich hab dich gesehen, aber ich dachte, wir wären vielleicht ein bisschen schneller. Nur ein... Was fahr ich nur zusammen? Was soll das denn werden? Decke diese. Nein, du bist ein falsches Schild. Waffen ist was, ja. Hohoho. Och, wie schön, wenn du leidest, Waluigi.
Immer wenn ich Mario Kart spiele, höre ich, wie der Sadist in mir flüstert. Für jeden, der diese Textzeile kennt, Profist. Oder vielleicht auch besser, wenn ihr die nicht kennt, wie wenn wir Mario Kart spielen. Tap, tap, tap. Round 3. Und... wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Mario, du hast gewonnen zum zweiten Mal. Und weiter geht es in die Renne Nummer 3. In die Bowser-Festung. Na, damals... Stundenlang probiert, damit man den Nintendo DS mit dem Internet verbindet, weil man konnte dieses Spiel übers Internet spielen und es war nicht möglich. Der Router des Vertrauens hat den DS nicht, also die waren nicht kompatibel. Und das war äußerst schade. Ich wollte unbedingt übers Internet spielen und es ist einfach damals nicht möglich gewesen. Und das Schlimmste ist das, dann war Pokémon... Was war das? Diamant. Da war dann irgendwie, dann konnte man den Router oder andere Router hinzufügen, weil das eine andere Software oder so hatte. Und plötzlich hat es geklappt. Also bei Pokémon Diamant dann. Diamond. Our girl's best friends. Und plötzlich konnte ich übers Internet tauschen von Pokémon. Es war einfach zu geil. Voller Freude. Dann habe ich extra probiert Mario Kart DS. Nein, das geht nicht. Ja. Dann halt nicht. Leider. Aber Pokémon konnte man tauschen, das war ja schon mal was richtig Geiles einfach. Runde 3. Round 3. Fight. Wow, wow. Wir sind ein bisschen hier. Wenn er sich dreht wie jetzt. Bitte nicht notwendig, mir eine Waffe anzuvertrauen. Die Banane. Die mich jetzt nur schützt, wenn kein Panzer kommt, also kein blauer Stachelpanzer. Yes! Und auch dieses Rennen. Wir werden immer besser, die Gabel ohne Messer. Wunderburst! Oh, Regenbogen, Boulevard. 2, 1, Risiko. Decke diese. Wo ist jetzt mein Panzer? Verschwunden. Wohin? Wohin gehst du? Wohin? Ach, wer mit dir von Ost nach West? Wo? So, tada. Nein! Ach nein. Aber immerhin ist da ein Turbo-Regenbogenfeld. Da, Luigi. Du Hund, du. Nein. Ups. Wow. Ganz gemein. Danach, also nach dem Turbofeld, dass die Banane liegen.
machen, genauso wie hier. Du, am Abgrund. Nein! Herr Nachtmann, wo lernt man ihre Skills? Kann man ihre Skills irgendwie lernen? Nein. Dies ist ein über Jahrzehnte langes verbreitetes Familiengeheimnis. Denn mein Vater, mein Großvater und dessen Großgroßvater waren alle Mario Kart Spieler. Opa, was hast du mir gelernt? Warum hast du nichts gelernt? Nein. Platz 6, Platz 5, Platz 3. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder doch? Nein, Platz 5. Mama Mia, haben wir jetzt immer noch wenigstens... Wir haben Gold! Wir haben trotzdem Gold. Hui. Die traurigste Musik der Welt. Die etwas erfreulichere. So. Und der Special Cup. Auch auf Gold. Wunderbar. Zwar nicht so wie erwartet, aber immerhin. Ich glaube, das sage ich auch bei jedem Rennen, oder? Ihr werdet euch denken, der spricht immer dasselbe. In diesem Sinne, danke fürs Zuwatchen und wir sehen uns beim nächsten. Tschüssikowski, bye bye, euer Nachbar 1988, over and out. 7 verschiedene Cards wählen, geile Sache. Bis